Spieler habe ich ja noch auf S. Muss ja nicht mal alle S-Ranken. Ich bin in der Rapunzel-Welt und es macht schon ziemlich Spaß. Klingwald 3 ist schon nice. Ich dachte ja immer wieder, ich finde, Leute geben dem Spiel zu viel Shit. Du musst gar nichts hier. Warum bietet das Spiel nicht die Möglichkeit zu mehreren Save-Slots? Keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht. Ich meine, well. Dann ist das halt so. Well, fully you fucked up. This is fine. Soll ich dann Mania versuchen? Wollt ihr sehen, wie scheiße ich in Mania bin? Ich weiß nicht, wie lang das Spiel ist, aber ich werde es wahrscheinlich nicht durchspielen können. Ich werde es dann nur anschneiden können. Das könnte ich machen. Okay. Machen wir eine Runde Mania. Mania? Ja. Wir machen eine Runde Mania. Lasst mich erstmal im Dashboard das ändern, ja. Gutes Sonic-Spiel. Ich habe Angst vor Mania. Sonic Mania. Testen wir das mal. Oh no, ich bin gerade auf 400 Subs runtergefallen. Scheiße. Ach, verdammt. Ich sollte aufhören, auf meinen Subcount zu sehen. Das sieht ganz gerne mal die... direkt die Motivation runter, wenn man denkt sich immer so, fuck! Sega! Sega! The only good Sonic games are games who use old things. Ist das so? Und was mit Colors? Böse Zahlenkrankheit, ganz böse. Ja, aber dabei waren wir wieder so nah an 450 und dann waren wir auf 420 und jetzt wieder nur 400. Ich glaube, ich mache einen Ticken leiser. Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Das ist ein Wii-Spiel. Ja, Colors ist ein Wii-Spiel. Wir haben Mania jetzt broken. Mania ist gecrashed. Cool. Uli hat Angst, es könnte helfen. Wow! Aber du musst ein bisschen Werbung machen. Für was? Was meinst du mit aktuellster Version? Ich spiele Spanien automatisch. Okay. Ich hab's mal angefangen, ja. Aber gut. Deswegen, ihr seht hier, ich bin nicht weit. Ich habe ein Chaos Emerald irgendwie bekommen. Scheinbar. Spielen wir als Knuckles? Wir können irgendwie als drei Charakter spielen, aber keine Ahnung. Sonic und Tails? Knuckles? Tails only oder Sonic only? Die Encore-Version? Nö, die habe ich nicht. Ich glaube, das sieht sie nicht. Sega, wohl eher Pepega! Was ist los, Tyler? Warum meinst du nie weggehen? Bei random in irgendwelche Chats gehen und sagen, Leute, sub mir. Ja, genau. Sub Ehren, wenn ihr mir sub. Sonic und Tails. Okay. Macht euch gleich ready. Gleich kommt ein Jojo-Einsatz, ja? Ich kann Knuckles und Knuckles spielen? Nice. Oh no, what is this? The world! Oh! Ich bin nicht gut in Mania, by the way. Glaube ich zumindest, dass ich ganz, ganz mies bin. Yo! Die Screen Transition kam nicht hinterher. Ey! Wir haben heute nur zweimal Green Hill so gespielt, ne? Noch ein Remix davon. Ah, oh, come on. Look at my stand. Yes. Extend.
denke, niemand ist wirklich gut in Sonic Mania. Ich weiß, ich glaube, Leute sind sehr gut teilweise in dem Spiel, oder? Die es viel spielen. Oh, come on. Was darf man Green Hill dreimal spielen? Dreimal? Ich weiß, einmal mit Sonic. Ah ja, stimmt. Einmal Sonic. Also Modern Sonic. Dann einmal Classic Sonic. Und Shadow. Du hast vollkommen recht. Dreimal Green Hill Zone in Forces. Mania war einfach, fandest du? Ey, schaut euch den Speed an. Mach 1 Speed? Was ist das für Bullshit? Hattest du schon mal von Koro-Sensei gehört? Sonic denkt, er ist schnell. Mach 1! Die neue Version von Green Hill Zone in Forces? 9 Versionen? Was? Mach 2? Immer noch. Fast as fuck. Slow as fuck. Perverse Octo fliegt mit 20. Ja. Wir haben ein Chaos Emerald bekommen. Hey Silvers, was geht ab? Ich mag diesen Lehrer. Koro-Sensei ist auch super. Der Beste. Oh, hallo? Ich war da auf dem Pad. Komm schon. Das Problem ist, dass ich irgendwie nicht so den besten Zeitpunkt zum Boosten immer ab. Ah, ach, come on. Yo, Tails ist gestorben. Oh, Tails hat Damage gemacht, cool. Bei Tails. Tails hat schon wieder Schaden gemacht. Good job, little one! I want an 3D Sonic game without the Green Hill Zone. Ja, Unleashed, Carlos. Sind zwei gute 3D Sonics ohne Green Hill Zone. Aber das Coole ist, Akt 2 geht sofort los. Und ja, Sonic ist ja immer ein Two-Actor. Deswegen war das ja in Generations dann auch immer so. Warum auch immer sie Akt 1 und 2 dann immer gemacht haben. Zweite Welt hat den besten Boss, ist das so? Bisher stelle ich mich noch ganz gut an und dann müsstet ihr mich in Chemical Plan sehen. Da bin ich einfach nur eine traurige Gestalt. Weil in Chemical Plant wollen sie an einer Stelle präzises Plattforming haben. Und ich finde, so richtig Classic Sonic funktioniert null mit präzisem Plattforming irgendwie. Ich werde mal sehen, was ich meine. Zumindest ich kann es gar nicht. Oh, come on. Und das ist viel langsamer. I dead it? Nein, I don't dead it. Chemical what? Plant? Die Fabrik halt, ne? Keine Angst, du bist auch so eine traurige Gestalt. Sehr nett von dir. Ah ja, ich weiß wieder, wie der ging. Autsch. Oh, Tails.
Chemical My Chemical Romance Plant Zone? Ja. Ach, komm schon. Ich war hinter ihm. Ich hätte einfach hinter ihm bleiben sollen. I am stupid. Oh, fuck. Gibt's eigentlich wirklich Fun Sonic Bosses? Also richtig Fun? Ich meine, die Level sind fein, aber Bosse irgendwie. Let's not talk about this, okay? Ich habe legitim nicht gewusst, dass die Stage irgendwann endet. Ich habe nicht gewusst, dass die Stage endet. Ich hatte keine Ahnung. Haben wir coole Damage Boost Strats. Den Eierbot kennen wir doch. Ja. Yeah. Der Chemical Plant Endboss ist fantastisch. Okay. Ich habe Chemical Plant nicht durchgespielt bekommen. Ich glaube Act 1, aber es gibt eine Stelle, die ich einfach nicht hinkriege. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Am Ende spielen wir jetzt gleich noch Mania durch, ja. Oh no, the story! Oh, ich verstehe alles. Eggman lacht und macht The World! Und jetzt sind wir auf einmal in Chemical Plant. Speedrun Strat? Ist das wirklich ein Speedrun Strat? Ich habe einfach nur vorhin gesehen, dass ich Damage boosten kann. Aber die Musik ist nice. Die ballert. Der Bass fickt. Stellt immer so vulgär Chat. Oh, scheiße. Danke, Tails. Tails ist so ein guter Junge, ja. Diese Themes sind ja wie Mario Themes, ne? Deswegen gibt's sie halt immer öfter. Nice. Ja, auf dem Klo, da ich auf einmal hinter einem Trockner piepsen. Und in einem Trockner hockt einfach ein fucking Spatz da. Interessant, wie er da reingekommen ist. Ich höre aber bei mir im Bad oft Uhus. So. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwo bei mir im Lüfter oder so. Oder was heißt im Lüfter, aber ob die da im Lüftungsschacht irgendwo Nest haben? Im Bad? Ja. Weil da ist einfach nur ein. Also ich habe halt nicht irgendwie einen modernen Lüfter oder sowas, ne? Sondern da ist einfach nur Lüftungsschacht, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da Tiere sich easy einnisten könnten. Ubus? Ubus, ja, Thaddeus. Ich habe auf Mega Drive gespielt, bin nie weit gekommen. Oh, ich habe einen Abend einfach so, ich weiß gar nicht, was der Grund war, einfach so just for fun Sonic angeworfen und gespielt. Und ah, cool, fuck you too, Game. Game over.
Nicht, dass ich viel geschafft habe. Sonic 3 und Sonic 2 haben wir angeworfen. Also Sonic und Knuckles eher, nicht Sonic 3. Und in Chemical Plant bin ich auch einfach, habe ich auch einfach aufgehört. Ich kam hier nicht weiter. In meinem Wohnzimmer? Ja, du bist nicht in meinem Bad, das wäre auch seltsam. Game over, nice, bin noch gut. Ja, jetzt schon Game over. Nice. Ey, warum habe ich mich eigentlich darauf eingelassen? Womit habt ihr Überstunden verdient eigentlich, Chat, hä? Warum? Wieso ist die Stelle so blöd? Stell dir mal, ich sitze am Scheißhaus und Mann, Lüftung schaut. Oh Gott, und dann ist irgend so ein komischer Weep auf einmal in deinem Lüftungsschacht. Und sucht ein bisschen Anime. Noob, selber Noob. Ding war aber unten. Ich finde aber, das sieht man nicht so gut. Das ist ja mein Kritikpunkt. Sieht man ein bisschen schlecht. Und du bist so slow. Die Stelle ist total Banane auch. Oh, wofür gibt's das? Was ist der Grund dahinter? Weeps im Bad, ja. Alle Spiele sind übersichtlich. Ja, ist ja kein altes Spiel, ist ein neues Spiel. Sonic Mania hat keine Entschuldigung, prinzipiell wegen, oh ja, altes Sonic-Game-Design. Das ist, Sonic Mania hat den Luxus nicht. Ziemlich neues Spiel. Jetzt habe ich unfreiwillig eine andere Route genommen, aber keine Ahnung, ob das ein anderes Ergebnis hat. Nö, ich bin trotzdem da, nur hat es länger gedauert. Eine Sache, die auch ist, Sonic, warte mal, seht ihr das? Ich lasse jetzt los, ja? Sonic läuft immer noch ein, zwei Schritte. Der läuft jetzt auch gerade von alleine. Das ist halt das Ding. Es gibt, vor allem hier in Chemical Plant, gibt es einmal ein bisschen präziseres Plattforming. Und was ich halt meine damit, dass es halt absolut nicht gut funktioniert, der Grund ist halt einfach da. Der liegt darunter, weil das Momentum wird halt voll lange noch weitergetragen. Ja. Und dann präziseres Plattforming zu machen, ist sehr schwierig. Ich sehe auch nicht ganz den Grund, warum man hier präziseres Plattforming machen möchte. Ah, cool, ich ersaufe. Oder auch ganz knapp nicht. Warte mal, wo will ich hin? Ah ja, die Stelle. Oh, fuck das. Oh, fuck die Stelle. Keine Sorge, verliere die Geräusche aus deinem Bad. Das bin ich. Weird. Hast du Anime für mich? Sind so dumm, Chat, oder? Das hab ich verpasst. Die komplette Sonic Generation, Unleashed Mod. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich wäre übrigens sauber ins Wasser gefallen und da hätte ich nochmal diesen ganzen Sprung gerade nochmal neu machen müssen. Hätte ich das jetzt nicht mitnehmen können. Ja, warst du noch da? Dann hast du nicht so viel verpasst. Ach, come on. Ja, in Generations macht dieses Level so viel mehr Spaß. Oh mein Gott, ich habe einen Checkpoint? Wie lange geht das Level noch? Oh, okay.
Ja, ich habe das One Piece gezeigt. Was machst du denn? Okay, nice Tails. Hey, Bunter. Die Musik ist nice, das ist wahr. Viel Spaß am Spielen. Zwei Hits, nice. Was ist One Piece? Ja. Why? Nein! Ich habe 90% der Bosse nur durch Damage Boosting. Ich meine, das ging jetzt gerade ziemlich random. Infinite Point Exploit, warum? Ich weiß auch nicht, aber ich fand's gerade witzig. Ich hab's einfach gemacht. Die Musik geht jetzt voll ab. I'm so bad. War das... Okay, das ist neu. Habe ich gerade Jelly draus gemacht? Oh mein Gott, it's Jelly Time. Ich glaube, Akt 2 könnte mir gut gefallen. Yo, Sonic klebt am Jelly auch noch fest. Oh, ich glaube, Akt 2 gefällt mir. Yo. What's happening? Das ist cool. Autsch. Ich bin ziemlich sicher, dass ich in der Rolle war, aber okay. Ich war aber... Hä? Oh! Hä? Okay. Where am I going? Ich weiß doch auch nicht, wohin. Warum fragt mich das Spiel? In Sages Akt 1 sind wir remastered und Akt 2 ist neu. Da zeigen die, was sie können. Das ist eigentlich, mir in Green Hill nicht aufgefallen. Hier aber jetzt gerade schon. Und den Teil finde ich jetzt schon sehr viel spaßiger irgendwie. Er ist so kreativ mit dem Bouncen. Ah, verstehe. Ich hier hin? Einmal nicht. Spielt sich Mania. Mania spielt dich. Oh, shit. Mom, pick me up, I'm scared. Where am I? Great time, bye bye. Alles klar. Oh no, das waren big rings. Warum waren die rings so big? Wie big the cat? Au. Danke, Tails. Tails ist so ein guter Buddy. Tails ist so nützlich, what the fuck? Ich weiß nicht, ob ich danke Tails schon gesagt habe. Wir haben Rooftop Run eingeschaffen, was passiert? Wir haben das Spiel durchgespielt. Wir haben die Unleashed-Mod durchgespielt. Und jetzt sind wir an Sonic Mania dran, weil, keine Ahnung, scheinbar ich Bock auf viele Überstunden habe. Wir können einfach keine Spiele machen, das ist nicht wahllos. Ach, fuck me. Wait for it. Ach, mein Gott, ey. Scheiße. Ah, verstehe.
Wenn die Ringe big. Big Rings. Aber ich das. Ich will doch hier hoch, oder? Ja. Okay. Ach, come on. Ja, das Gefühl, dieses Chemical Plant ist sehr viel länger. Aber es ist so viel spaßiger. Oi. Was? Wait, was? Was? Was zum Teufel? Ich liebe es. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oh mein Gott, das ist so scheiß kreativ und so nice. Was? No, Eggman, no. Stop this. Die Musik ist so voll episch irgendwie. Oh, ich würde die roten schön jetzt gleich machen. Yeah. Double Combo. Bombo Combo. Bitte das, Eggman. Killed him. Jetzt im Hintergrund schläft ein. Das ist so fucking cool. Das war der Boss. Oh mein Gott, das war so nice. Irgendwann sagt Sam Puyo Puyo. Das war so cool. Warum war das Puyo Puyo? Oh, das war. Das, oh, ich bin so geflasht davon. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe nie gesagt, dass ich das Spiel nicht mag, Blackie. Ja, sind wir hier. Ich habe nur gesagt, ich mag Chemical Plant Akt 1 nicht so sehr. Das finde ich nicht so spaßig. Chemical Plant Act 2 war voll nice. So, die Gems, yeah. Für die Gems. Das ist der Song von Johnny. Also nicht My Flashback Johnny, sondern American Reviewers Johnny. Der immer Johnny Versus macht. Was? Oh mein Gott, wir waren im Fernsehchat! Also sein Intro-Song. Also Some Call Me Johnny meine ich. War im Fernsehen, ja. Das war nicht Puyo Puyo, sondern Eggman's Mean Bean Machine. Aber das war ja Puyo Puyo Reskinned. Ist ja von Sega. Und von Sonic Team auch. Von daher, ich meine, das ist von Sonic Team. Naja, es ist ja Puyo Puyo. Aber ich weiß, worauf es angespielt hat. Was? Autsch? Scheiße. The Balls. Yo, eine Popcorn-Maschine. Werde ich hingebeamt? Yo, dieser Eggman-Cartoon. Theme.
Neues. Ja, ja, ich weiß. Das stimmt, du hast recht. Ich habe mich halt an sein altes Team gut erinnert, ja. Guck den Mann auch schon seit ein paar Jahren. Ist das auch eine Original Stage? Die wirkt nämlich sehr viel mehr speedy. Als, sag ich mal, die Classic Stages. Normalerweise ist es immer so, die ersten Stages in Sonic sind so gut. Und dann wird es halt progressiv nicht mehr so gut. Aber hier gerade wird es einfach immer besser. Was mich wundert. Ich weiß zwar nicht, wo ich genau hin muss, aber ich laufe schon irgendwie richtig. Oh. Scheiße! Hat der eine fette Boombox da gerade? Ne, das ist ein Raketenwerfer, never mind. Kann ich nicht treffen. Ah, fuck. Bin gestorben, shit. Die ist original? Oh, echt? Die ist original? Die Originals sind hier am besten. Warte mal, ist das originell oder original? Original wäre ja aus einem anderen Sonic-Spiel. Originell wäre neu. Au. Bin ich ganz... Ah. Ihr müsst das, die blaue Rakete zurückwerfen. Originell meinte ich. Ah, okay. Ja, ja, die eigenen Stages also. Sind schon cool. Ah, fuck. Die zu überspringen ist ein bisschen schwierig. Dead, yeah. Au. Keine Ringe. Please give me rings. Thanks. Diese Eggman-Roboter mit Schlagstöcken, ja. Die Musik ist schon nice. Und die wird schon wieder vom Gesetz verfolgt. Ja, das ist irgendwie so ein Sonic-Ding, oder? Oh mein Gott. Das ist... Hä? Game over. Wie viele Zones hat Generations? Mania. Ich glaube, Mania hat einige Zones, ne? Man, jetzt müsste ich das ganze Level neu machen. 12. Ja, wir sind in der dritten, das schaffen wir natürlich nicht durch. Da bin ich nicht gut genug. Aber, ich hätte absolut kein Problem damit, dass wir Mania mal durchspielen, ja? Fange ich vielleicht wieder neu an, keine Ahnung, wann wir das machen, aber dann würde ich das machen. Immer jetzt ist es natürlich ein bisschen bitter. Pock, pock, ja. Yeah. Die Boombox dreht die Musik auf, DJ. Yeah. Das ist also 399, why? No. Ach, schade. Mania bin ich dafür. Ja, nice. Dann würde ich aber sagen, ja. Ich werde das halt nicht durchspielen können. Dann sind wir fertig für heute, oder? Ich meine, wir haben zwei Sachen irgendwo durchgespielt, ne? Ich glaube, da könnt ihr mir die Stunde schenken, oder? Weiß nicht, ob du es vorhin überlesen hast. Studiopolis ist die Zone, mit der sie bei Mania bei Sonic Team gepitcht haben. Nee, ich hab's gelesen. Ist nur schwierig, bei Sonic zu lesen und drauf einzugehen. Bye bye. Nein, noch 5 Stunden? Nee. Weiß nicht, was ich morgen mache. Ich überleg mal noch, was ich morgen mache. Kommt ganz drauf an. Ich bin ein bisschen spontaner die letzte Zeit mit verschiedenen Dingen, worauf ich Lust habe. Und ich denke mal, das ist nicht verkehrt. Aber vielleicht will ich morgen... Ich glaube, ich weiß, was ich morgen machen könnte. Wenn ja, Plus bessert einiges, finde ich. Das kann sein. Ja gut, vielleicht hole ich mir das DLC auf, wenn wir das spielen.
Morgen Sonic Riders? Nee, wir machen nicht morgen direkt wieder Sonic. Ich würde sagen, in dem Punkt würde ich einfach jetzt Feierabend machen, ja. Ganz, ganz getrost. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit all dem Stuff, den wir heute gemacht haben. Macht's gut. Freuen wir Schönes. 423 Subs. Nee, wir sind bei 399 wieder, leider. Slide ins Bett, Bruder. Oh, ich gönne mir noch ein bisschen was am Abend, ne? Aber haut da rein. Wir sehen uns morgen. Tschüss.